Haben Sie gewusst, dass man zum Bier im Mittelalter aus flüssigem Brot gesagt hat und vor allem den Kindern zum Trinken gegeben hat? Oder dass es vor allem Klöster gewesen sind, wo die Qualität des Bier durch die Zugabe von Hopfen verbessert haben? Einer, der das definitiv weiss, ist der Martin Wartmann. Der Bierbrauer in der vierten Generation ist zurück zu diesen Wurzeln gekehrt. Im Kloster Fischingen braut er das einzig echte Klosterbier der Schweiz. Unser Experte, der Andreas Krummes, trifft Martin Wartmann zum ersten Expertentag. Lieber Martin, schön, dass wir bei dir sein dürfen in der Klosterbrauerei in Fischingen. Die erste, einzige Klosterbrauerei in der Schweiz. Du brauchst innovative Draftbiere. Wie verändert sich der Schweizer Markt in diesem Bereich? Wir brauchen da 8 verschiedene Bier, Craft Beer, und zwar in 3 Kategorien. Das Einfachste sind die kleinen Fläschchen mit 5,5%. Dann brauchen wir Triple, das sind mit Champagnerflaschen, flaschengärig, die haben 10% Alkohol. Und dann haben wir noch Grand Cru, das sind die Eliten eigentlich mit 14-15% Alkohol. Und davon insgesamt haben wir etwa 8-9 Bier an Lager. Und das ist effektiv eine neue Situation, auch für die Gastronomie. Man merkt ja, dass die Brauereibranche mit Kleinbrauereien überschwemmt wird. Es kommen immer wieder kleine, innovative Brauereien auf den Markt. Was heißt das jetzt für die großen Brauereien in der Schweiz? Müssen jetzt Angst haben für den Kleinen? Ich denke, nach 50 Jahren Monotonie durchs Kartell mit Lager Hell, wo man eigentlich rund um die Schweiz das gleiche Bier trinkt, bricht es jetzt tatsächlich auf. Also das drückt von allen Seiten rein und es hat einen Haufen innovative Kleinbrauer unterwegs. Die wirtschaftliche Bedeutung von denen ist also praktisch noch zu vernachlässigen. Das sind 0,1 und 0,2% und weit weg von einem Problem für die Grossen. Wobei sie natürlich aufmerksam schauen, was da passiert. Oder? Und sie sind eigentlich eher begeistert, weil das trägt bei zu der Belebung des Biermarkts. Die vielen Kleinen bewegen etwas, sie ziehen die Leute an, sie erklären, sie missionieren schon fast für Bier. Und das hilft natürlich am gesamten Markt. Und was passiert jetzt? Tut jetzt Heineken, Carlsberg, Feldschlösschen kleine Brauereien brauen und unter Namen auch Kraftbiere verkaufen? Das ist nicht genau so und das ist vielleicht etwas, was viele Kleine unterschätzen, weil die Grossbrauer, die internationalen Konzerne, haben natürlich schon lange reiche Paletten an Craft Beer. Heineken hat jetzt gerade wieder einen amerikanischen Craft Brewer übernommen. Die könnten eigentlich sofort mit Produkten im Markt rein, wenn sie wetten. Es ist einfach noch nicht so weit. Oder der Schweizer Marktanteil von diesen besonderen Bier ist noch verschwindend klein und in der Gastronomie kommen sie eigentlich nur marginal vor. Da hat es noch viel, viel zu tun. Also warten die großen Brauereien, bis die Kleinen den Markt vorbereitet haben. Wenn einer parat ist, dann steigen sie da rein. Ja, genau. Das ist das, was eigentlich ein bisschen das Fiese an der Geschichte ist. Das heisst, wo man als Kleinstbrauer wissen muss, oder? Man ist nicht allein auf dem Kampffeld. Man muss wirklich gut sein, man muss sich an den Riemen reissen, sonst hat man das Risiko, dass man irgendwann abgefangen wird. So Veränderungen bedeuten ja auch immer wieder Chancen. Chancen sicherlich auch für die Gastronomie, ein anderes Sortiment aufzubauen. Merkt man das im Markt? Das ist eigentlich noch ein ungepflügter Acker. Also Bier kommt in der Schweizer Gastronomie eigentlich praktisch noch nicht vor. Das kommt schon vor, aber immer noch viel zu viele einfach standardisierte Produkte. Die echte Vielfalt sieht man nur vereinzelt. Das ist noch weit weg und da hat es noch hohes Potenzial. Also wenn ich jetzt innovativer Gastronom bin und die Nase ein bisschen im Wind habe, dann müsste ich ja eigentlich auf so einen Zug aufspringen. Kann ich jetzt einfach mir verschiedene Flaschenbiere ins Sortiment stellen und sagen, jetzt bin ich im Trend im Biermarkt? So einfach ist es nicht. Also, zuerst muss man sich mit dem Thema befassen. Weil Bier ist ein riesiges Spektrum. Es gibt 80 definierte Bierstile mit Dutzenden von Sorten, von Varianten. Und die Voraussetzung ist, dass sich der Verantwortliche zuerst mal mit dem Thema befasst und selber daraus kommt. Auch eine Ahnung hat von den Biersorten, wie sie dann schmecken. Und vor allem auch sehr schnell merkt oder sieht, was er mit denen machen kann in seinem Betrieb. Sei es mit der Küche oder mit dem Barangebot. Und dann nachher geht es eigentlich erst um die Evaluation von der richtigen Bier. Also spannend, was uns noch erwarten wird da in dem Biermarkt in der Schweiz. Martin, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und sollte ein Gastronom Fragen haben zum Thema Bier, kann er sicher dir auch telefonieren. Ganz sicher. Und wir haben eine Webseite, wo man auch sehr viel von diesen Produkten findet und wo man auch eine kleine so Degustationsset drauf haben, wo man probieren kann. Also Martin, nochmal vielen Dank, dass wir da bei dir sein durften im Kloster Fischingen. Und natürlich würde ich jetzt auch nochmal sehr gern mit dir anstoßen, denn auf deinem Auto sehe ich Pilgrim, ein Bier für Freunde. Und ich glaube, wir dürfen uns als Freunde bezeichnen. Und in dem Sinn, cheers, cheers.